Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute testen wir das nächste und glaube ich auch letzte Rockstar Super Sours. Da ist ein bisschen Schmodder dran. Leider ein bisschen was drauf gelaufen. Naja, egal. Und zwar Rockstar Super Sours Energy Drink Lime. Also die Mitte quasi. Na, ich habe lange gebraucht, um das zu finden. Ist nicht einfach gewesen. Aber jetzt habe ich alle drei Sorten zusammen. Das Bubbleberry, keine Ahnung, was das ist. Habe ich nirgendwo gefunden. Anstatt dessen hatte ich ja Blue Raspberry gefunden. Ich schätze mal, dass das gemeint war. Na? Okay. Ja. Und zwar ist da drin Koffein, Guarana und so weiter. Und halt die Mitte. Ist Pfanddose. Und die Dose sieht natürlich wie immer bei Rockstar ziemlich geil aus. Und die ganze Dose hat 294 Kilokalorien. Also, das ist ein richtiger Klopper. Zu viel Kilokalorien. Schmeckt aber eigentlich gut. Also die anderen bisher waren sehr gut. Okay, und zum Testen ist mir so egal. Da kann man mal sündigen. Ja, also das riecht wie Wasser als Zitrone. Naja, so könnte man es beschreiben. Okay, dann probieren wir mal. Ja. Schmeckt schon kräftig nach dem Limette. Ich mag sowas persönlich. Schmeckt ein bisschen sauer, würde ich sagen. Aber man merkt, dass da auch Zucker drin sein muss, weil, wie viel Zucker ist da drin? 69 Gramm in einer, das ist Wahnsinn. Den merkt man auch raus. Also für Kalorienzähler ist das definitiv nichts, auch wenn es sehr gut schmeckt. Ja, also machen wir Bewertung. Ja, also das Zeug kriegt von mir eine 3. Wobei 1 das Beste ist und 6 letzte Scheiß, kriegt es von mir eine 3. Weil, das kann man sehr gut trinken. Ich denke, für einmal im Monat kann man sich so eine Dose mal gönnen. Und das könnte mich durch diesen bitteren Geschmack, diesen Nachgeschmack im Mund, könnte mich das sogar wach halten. Ja. Also Leute, kauft euch. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Ja, bin ich daran interessiert. So, das war's mal wieder für heute. Ja. Kleines Like wäre nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel. Und macht mir Vorschläge, was man alles testen kann. Diese Super Sours wurde mir auch im Übrigen von einem Benutzer halt vorgeschlagen. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche begeben, diese Sachen zu finden. Ja, also wie gesagt, bleibt dran, macht mir Vorschläge, schickt mir Pakete, kein Problem, könnt ihr alles machen. Ist okay, könnt mich auch direkt anschreiben im Übrigen. Ist alles okay für mich. Ich teste wirklich alles durch. Hoppla. Sorry. Und dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss.